Ja, Mischa Wasserfallen, Trainer vom EHC Uzwil. 4:3 Sieg in der letzten Sekunde hier in Aarau gegen Argovia. Hat aber trotzdem nicht gelangt, weil er praktisch auch Herrschaft gewonnen hat. Ein nutzloser Sieg also. Ja, wenn man Playoff für Playoff-Qualifikation, ja, in dem Sinn schon nutzlos. Aber trotzdem, wir haben Tag gemacht, wo man hat müssen machen. Ich habe der Mannschaft gesagt vor dem Spiel, wir müssen einfach das Spiel gewinnen. Und wenn die anderen dann auch gewinnen, dann ist es einfach so. Aber dann können wir mit erhobenem Haupt rauslaufen und können sagen, wir haben das Möglichste gemacht. Es war nicht in unserer Hand. Und wir haben erfüllt. Am Anfang nicht so gut in das Spiel hineinkam. Auch vielleicht noch ein bisschen nervös oder auch nicht. Ja, wir sind einfach nicht da gewesen, aber ab dem zweiten Drittel sind wir voll da gewesen, haben den Match noch kehren können. Und von dem her ein grosses Lob an die Mannschaft, dass sie sich noch einmal zusammengerissen hat und den Match heimgebracht hat. Ja. Hat es jetzt den letzten Samstag vergeben, wo man gegen Frauenfeld nach einer 2-0-Führung noch 6-2 verloren hat? Ja, das glaube ich nicht. Das waren andere Spiele gewesen. Frauenfeld, ja klar, ist man dort dran gewesen. Aber es sind andere Spiele, die viel mehr wehtun, wo wir grottenschlecht gespielt haben. Also ich denke da, aber auch die Rheintal-Spiele, die sind sicher wahrscheinlich irgendwie, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen zusammenfasst, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen der Knackpunkt. Oder? Ja, wenn du darauf zurückschaust, auf die Qualifikation, was bleibt jetzt haften? Was bleibt haften? Dass die Mannschaft ein riesen Herz hat. Es ist unglaublich. Ich glaube, nicht viele Mannschaften in der Liga würden mit sich das ergehen lassen. Mit zum Teil 8, 9 Leuten trainiert, mit 12 Leuten an ein Spiel gegangen. Das sind Sachen, die es eigentlich normalerweise nicht geben sollte. Und die Mannschaft hat trotzdem immer gefightet, hat immer alles gegeben, was irgendwie möglich ist. Klar haben wir auch unsere 1, 2, 3 schlechte Spiele gehabt über eine Saison, aber das gibt es auch. Und wenn jetzt so die jetzt mal das Ganze in Revue passieren am Anfang. Irgendwie nach 9 Spielen haben wir 6 Punkte gehabt. Und jetzt haben wir 27 und doch 36 Punkte. Und es hat einfach nicht ganz gelangt. Aber von mir trotzdem ein grosses Lob. Also, es hat wahrscheinlich niemand gedacht, dass wir bis zum Schluss irgendwie mitheben können und da noch um die Playoff-Qualifikation spielen. Und einfach ein riesen Lob an die Mannschaft. Ja. Jetzt gibt es noch 6 Spiele in dieser Abstiegsrunde, wo dem EHC Uzwil nichts mehr passieren kann. Man ist jetzt schon sicher in der ersten Liga drin. Haben wir noch Pflichterfüllung? Ja, Pflichterfüllung. Ja, das ist einfach nur Scheissdreck. Man lässt die Frage weg. Man lässt sie weg. Man macht den Schluss nach.